Ich bin Toni Deck von Avesa und ich begrüße euch zu diesem interessanten Video mit interessanten Gästen von Hannover 96. U19 ist es einmal Elias Beck und Kilian Neufeld. Männer, schön, dass ihr heute da seid. Heute geht es vor allem um eine Challenge, Lattenschießen, aber ich möchte euch auch ein paar Fragen stellen und wir fangen direkt an mit Kilian. Die Saison ist bereits im vollen Gange, 6 Spiele sind gespielt, 4 Siege, 2 Niederlagen, 4. Tabellenplatz. Wie zufrieden seid ihr mit dem bisherigen Verlauf? Ja gut, ganz zufrieden sind wir nicht. Wir haben uns mehr erhofft zum Saisonstart. Wir wollten gut einsteigen mit einem Sieg gegen Werder Bremen. Hat leider nicht geklappt, da wir 3-1 verloren haben. Danach haben wir 2 Spiele wieder gewonnen. Dann kam eine unglückliche Niederlage gegen Union. Und zum Schluss haben wir dann gegen Hertha ein hohes 5-0 rausgeholt. Man kann zufrieden sein, aber wir haben uns trotzdem immer noch mehr erhofft. Und wir sind noch nicht bei ganz 100% mit der Mannschaft. Elias, an dich die erste Frage. Für dich ist das jetzt die erste Saison in der U19. Du bist der jüngere Jahrgang, hat dennoch alle Spiele gemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt üblich. Wie kommst du zurecht in der U19? Also am Anfang war es schon etwas komisch, da die anderen halt älter sind und größer und körperlich stärker. Aber mittlerweile hat man sich daran gewöhnt und ja, ist eigentlich ganz normal jetzt. Du hast auch schon zwei Tore, ne, gemacht. Hast du dir da irgendwie ein Ziel gesetzt, was Tore, Vorlagen angeht, oder wie sieht es da aus? Also ich habe mir kein genaues Ziel gesetzt, aber ich will auf jeden Fall mehr Scorerpunkte haben als letztes Jahr. Kilian, du spielst ja auch in der Nationalmannschaft, in der U19, hast da auch schon einige Einsätze gehabt. Nimm uns da doch so ein bisschen mit. Was ist das für ein Gefühl, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein? Also es ist ein krasses Gefühl, vor, ich weiß nicht, 4.000, 5.000 Zuschauern zu stehen und die Nationalhymne zu singen. Und dann, das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, dann den Adler auf der Brust zu tragen und so, das ist schon krass. Also dieses Jahr durfte ich zum ersten Mal ein komplettes Spiel spielen gegen die Schweiz, da haben wir 2-2 gespielt. Und in der U18 Nationalmannschaft, also letztes Jahr, habe ich auch 2 Spiele gehabt gegen Israel und Österreich. Mhm. Aber da jeweils nur eine Halbzeit. Jawohl, sehr geil. Jungs, ihr kommt ja beide aus Hameln und du gehst noch zur Schule, du bist schon fertig. Wie ist denn das, wie lässt sich das mit der Schule vereinbaren? Ja, also habe ich ja schon die letzten Jahre gemacht. Ist halt noch ein bisschen anstrengender wie die letzten Jahre, weil es halt einfach mehr wird und intensiver. Aber so, ja, dadurch, dass Kia mich halt fährt, habe ich noch mehr Zeit und Freiraum. Das ist halt gut. Du bist mit Schule fertig, kannst dich natürlich mehr darauf konzentrieren. Wie sind so die Pläne für die Zukunft? Klar, man will Profi werden, das ist bei jedem so. Wie siehst du deine Chancen? Ja, zurzeit sehe ich meine Chancen relativ gut im Verein. Das ist jetzt mein letztes Jahr in der Jugend in Hannover. Klar muss man da den Fokus dann auf Fußball oder etwas anderem setzen und ich habe den Weg auf Fußball gewählt, da ich fand, dass es mir wichtiger ist, gerade weil diese Chance hat man nur einmal im Leben, die kann man auch nur einmal nutzen und deswegen habe ich den Fokus auf Fußball gesetzt jetzt und den nächsten stehen Verhandlungen an mit dem Verein, ob mein Vertrag verlängert wird, ob ich einen Profivertrag kriege nicht oder nicht. Wann fällt da die Entscheidung? Mein Berater geht jetzt im Winter, kommen glaube ich die Gespräche. Und dann mal schauen. Also mehreres kann ich jetzt noch nicht sagen, also ist noch alles offen. Jetzt haben wir, glaube ich, genug gequatscht. Es geht zum Lattenschießen. Wie oft wird das im Training trainiert? Nicht so oft, also vor dem Training oder nach dem Training machen wir es halt mal selber untereinander, aber sonst nicht. Wer ist der Beste in der Mannschaft beim Lattenschießen? Ja. Pascal Borel. Ja, unser Torwarttrainer. Ja? Ja. Was trifft von 5, wie viel trifft er da, was denkt ihr? Bestimmt 4. Okay. Du kannst ihn von der Mittellinie schießen lassen, er trifft trotzdem die Latte. Okay. Mit Ansage. Krasser Typ, zum Glück ist er heute nicht dabei. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Die Regeln sind ganz einfach, ihr kennt sie. Jeder hat 5 Versuche und wer am Ende die meisten Treffer erzielt, gewinnt. Los geht's. Ching, Shang, Shong. Also ich habe gewonnen. Was heißt das jetzt? Du darfst aussuchen. Ich mach zuletzt. Ihr müsst Ching Chang Chong machen. Ich mach als zweites. Elias fängt an.
Toni. Ja, ihr müsst weitermachen. Ich bin leider raus. So, das Ding ist entschieden. Am Ende war es eine knappe Kiste zwischen Elias und Kian. Kian gewinnt am Ende mit 3 Treffer dann insgesamt erzielt. Elias, warum hat es für dich nicht gereicht? Ja, weiß ich auch nicht so. Die Bälle wollten nicht gegen die Latte gehen. Kann man nichts machen. Die Technik hat einfach gefehlt bei ihm. Die Technik hat gefehlt. Ja, bei mir war das heute auch leider sehr mau. Ja, erbärmlich. Kian, du als Torwart gewinnst das Lattenschießen. Das ist mein Fachgebiet, deswegen. Das ist einfach mein Fachgebiet. Ich kann Latten schießen, habe die perfekte Technik dafür, nicht so wie Elias. Deswegen habe ich ihn natürlich auch gewonnen. Ja. Jawohl, ja, sehr geil. Männer, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Und ich wünsche euch für den Rest der Saison viel Erfolg. Vielen Dank. Danke.